Wasser. Die Basis allen Lebens. 13% des weltweit vorhandenen Süßwassers befinden sich in Karstgebieten, verborgen im Dunkeln unserer Erde. In rascher Geschwindigkeit durchströmt es unterirdisch die Karstlandschaften, formt dabei zum Teil riesige Höhlensysteme und tritt am Rand der Gebirge wieder ans Tageslicht. Ungefähr 700 Millionen Menschen weltweit beziehen aus diesen Karstquellen ihr Trinkwasser. Darunter große Städte wie Rom, Wien oder Damaskus. Karstgebiete und ihre Höhlen finden sich überall auf der Welt. Äußerlich sehen sie unterschiedlich aus, aber alle haben gemeinsam, dass die Entwässerung unterirdisch erfolgt. Um über diese verborgenen Welten zu informieren, ist das Jahr 2021 zum Internationalen Jahr der Höhlen und des Karstes erklärt worden. Das ist nötig, denn diese Landschaften, die Jahrmillionen Zeit zum Entstehen gebraucht haben, sind bedroht, innerhalb weniger menschlicher Generationen zerstört und vergiftet zu werden. Dies geschieht teilweise aus Unwissenheit. Nur wenige Menschen sehen, was unter ihren Füßen ist. Das Wissen über Karst stammt meist von Höhlenforschern und Wissenschaftlern, die in diese verborgenen Welten hinabsteigen, um sie zu erforschen und so diese faszinierenden Ressourcen zu bewahren. Dabei machen es die Höhlen den Forschern nicht leicht. Bodenlose Abgründe, Engstellen, riesige Hallen, Passagen unter Wasser, Verstürze. Höhlensysteme sind sehr komplex und können Ganglängen von weit über 100 Kilometern erreichen und bis in eine Tiefe von 2000 Meter führen. Trotz aller Entbehrungen bringen die Höhlenforscher Licht in diese unbekannten Welten. Wunderwelten voller bizarrer Schönheit und einem unermesslichen Formenschatz. Über 90 UNESCO-Welterbestätten und mehr als 70 Global Geoparks befinden sich in Höhlen- oder Karstlandschaften. Jedes Jahr besuchen hunderte Millionen Menschen die Schauhöhlen der Welt, was sie zu wichtigen wirtschaftlichen Motoren für ganze Regionen macht. Höhlenforscher beobachten, vermessen, nehmen Proben. Zehntausende von Kilometern an Höhlen wurden von ihnen entdeckt, kartografiert und dokumentiert. Diese Grundlagenforschung bildet die Basis für weitere Forschungen, beispielsweise Färbversuche, um den Verlauf des Wassers zu verfolgen. Dabei ist nicht nur das Wasser von Interesse. Höhlen beherbergen wertvolle Klimadaten und ihre Sedimente sind Archive längst vergangenen Lebens. Höhlen haben in der Menschheitsgeschichte schon immer eine besondere Rolle gespielt. Von den Anfängen der menschlichen Kultur bis zur Gegenwart. Die letzten Spuren, die der Mensch in die Höhlen einbringt, gehören allerdings nicht zu seinem glorreichen Erbe. Sie gefährden nicht nur wichtige Trinkwasserreserven, sondern auch das empfindliche Ökosystem unter Tage. Höhlen enthalten eine vielfältige und seltene, hochspezialisierte Fauna, die auch dem Menschen zugutekommt. Thank you.
Allein die Ergebnisse aus Forschungen an Fledermäusen flossen in über 450 Produkte in Nahrungsmittel, Medizin oder Industrie ein. Während des Internationalen Jahres der Höhlen und des Karstes werden weltweit Höhlenforscher mit Veranstaltungen für das Verständnis und den Schutz der unterirdischen Welt werben. Koordiniert von der Internationalen Union of Speleology, der weltweiten Organisation von Höhlen- und Karstforschern. Wir laden Sie ein zu den Veranstaltungen des Internationalen Jahres der Höhlen und des Karstes, auch in Ihrer Region.